Wuhetong hat Kunstpädagogik studiert in Hanoi an der Vietnam University of Fine Arts und dann auch Kunstgeschichte. Und er lehrt heute Kunstgeschichte an der Vietnam University of Fine Arts. Er kuratiert den Ausstellungsraum der Hochschule und er kuratiert auch noch andere Projekte. Er ist ganz eng mit dem Goethe-Institut in Hanoi verbunden und arbeitet auch als, ja, Übersetzer ist eigentlich zu wenig gesagt. Auf Englisch ist es dann nicht Translator, sondern Interpreter, denn Vietnamesisch und die Deutsch oder Englisch, wie auch immer, die ganzen Sprachen des europäischen Kulturraums unterscheiden sich insofern super extrem, dass wir hier Worte einfach zusammensetzen, um bestimmte Bedeutungsinhalte zu produzieren, während in Vietnam alle Worte, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, alle Worte nur zwei Silben maximal haben und man sozusagen durch die Kombination unterschiedlicher Worte Bedeutungen erzeugen muss, die wir durch Wortkonstruktionen sozusagen hinkriegen. Das heißt also, wenn ich, und ich, also wir kennen uns deswegen, weil ich vor ein paar Jahren in Vietnam war mit dem Stipendium von der Kulturstiftung und da auch ein bisschen unterrichtet habe. Und wenn ich dann versucht habe, irgendwas über relevante Arbeitsmaterialien zur Umsetzung von Kunstkontexten in adäquate Darstellungsformen zu erzählen, zum Beispiel, dann war das eine ziemlich harte Nuss, das ins Vietnamesische so zu übertragen, dass es bei den Studierenden ankommt. Und deswegen ist Übersetzer oder Interpreter zu sein einfach viel mehr als zu übersetzen, sondern man muss dem Ganzen echt eine Bedeutung geben. Und auch da habe ich Tong als wunderbaren Gesprächspartner erlebt, der für viele europäische Künstler das schon seit vielen Jahren macht und sehr souverän macht. Das ist jetzt aber tatsächlich nur ein Nebenthema. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. In Vietnam ist es schon nach Mitternacht. Das heißt also, ich ziehe meinen Hut auch vor seiner Bereitschaft, so spät noch mit uns sich zu unterhalten. Und gebe damit sozusagen die Bühne frei für dich, Tong, für deinen Vortrag, auf den wir alle sehr gespannt sind. Ja, bis Ja, dann. vielen Bis Dank. dann. Bitte schön. Also, guten Abend alles zusammen. Also, mein Name ist Wuhitong. Ich bin Kunstwissenschaftler und arbeite seit 2009 an der Vietnam University of Fine Arts. Und ich hoffe, mein Deutsch ist nicht, doch nicht ganz schlecht, dass Sie mich auch ziemlich gut verstehen können. Obwohl, also, viel hast du schon gesagt. Ich habe auch manchmal als Übersetzer hier in Hanoi gearbeitet, aber meine deutsche Sprache ist doch noch nicht so perfekt. Sei mal nicht so Ja, also, ja. bescheiden. So. Und ich hoffe auch, mein Vortrag soll nicht so langweilig sein, weil das geht über die Kunstgeschichte hier in Vietnam und auch praktische Arbeit, die ich hier in Vietnam seit Jahren schon gemacht habe. Also zuerst möchte ich auch ganz kurz erzählen, meine kleine Geschichte, aber sehr schön finde ich. Ich war 1998 bis 2003 in Dresden, genau und nur in Dresden, und habe zuerst mit der Aufnahmeprüfung von der HFBK versucht, aber leider gescheitert, schon mit der MAPA. Aber heute darf ich zu einem Vortrag mit Dozenten sowie Studenten von der HFBK Dresden so halten? Das ist mir so eine große Freude, sogar so eine Ehre. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch besonders herzlich beim Thiel Ansgar Baumhauer bedanken, dass er mich eingeladen hat. Also, gut, nun finde ich mit der Kunstgeschichte hier in Vietnam. Also, vielleicht, wie
Wie Sie schon wissen, vietnamesische Geschichte umfasst Tausende von Jahren. Aber die alte Kunst war hauptsächlich religiöse Kunst und die lässt sich vom Buddhismus sehr stark beeinflusst. Der Begriff Künstler existierte nie hier in Vietnam. Es gab nur den Begriff Handwerker oder Artisan. Also die moderne Kunst, die wir heute verstehen, begann erst mit der Kolonialzeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und mit der Begründung der École supérieure des Beaux-Arts de l'Indochine im Jahr 1925. Also diese École supérieure des Beaux-Arts ist heute die Vietnam University of Fine Arts, an der ich arbeite. Und Indochine war ein Bund mit Vietnam, Laos und Kambodscha und der Unterherrschaft, Batetschaft von Frankreich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannten die Franzosen ein paar vietnamesische Techniken, Handwerken im Bereich Keramik oder Bronzeguss und Druck auszubilden. Und dabei erlernten sie die ersten Vietnamesen auch grundlegende westliche Zeichentechnik, aber doch nicht so Fine Art wie heute. Also wie gesagt, diese École supérieure des Beaux-Arts, die ist 1925 gegründet worden. Genau an dieser Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, mit der Kolonialzeit, dann entsteht neue soziale Struktur nach westlichem Vorbild und erfindet man auch, Kunst ist nicht nur ein schönes Produkt, sondern hat auch autonomen Wert. Impressionistisch und postimpressionistisch waren Hauptmerkmal von dieser Kunst. Malerei war fast nur idyllische Naturlandschaft oder neue Bürgerporträts. Alte Lackkunst verwaltete sich zur neuen Malerei und erntete großer Erfolg. Hier auf dem Bild, dann sehen Sie das alte Foto von der École des Beaux-Arts hier in Vietnam. Und auf rechten, das ist so ein sehr berühmtes Gemälde von der Dong Ngoc Vinh. Der ist so ein legendärer Künstler hier in Vietnam. Der hat schon seit der Begründung dieser Kunsthochschule studiert. Und hier, warum ich gesagt habe, Lackkunst verwaltete sich zur neuen Lackmalerei und erntete große Erfolg. Denn hier ist diese Lackkunst hier in Europa. Der Mann, der auf dem ersten Bild, der ist ja so, das ist der Jean Dunant. Das ist der Schweizer Franzose und sehr berühmt mit Art Deco in der Zeit, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Dieser Künstler hat auch viele vietnamesische Handwerker mit nach Europa als Mitarbeiter zusammen diese Lackwandbildschirm hier gemacht. Und er hat einen großen Erfolg in Europa. Seine Kunstwerke gibt es heute in vielen Museen, sowohl in Europa als auch in Amerika. Also Lackkunst als Wand. Hier, das ist auch Lackwandschirm von vielen vietnamesischen Künstlern, die in dieser Zeit schon gemacht haben. Ein paar davon sind heute in Millionen wert. Sie sind versteigert worden. So, das ist ganz schön idyllische Landschaften und fast nur solche Landschaften. Und hier, da sieht man diese Seidenmalerei und Ölmalerei, also Gemälde. Seidenmalerei, aber das ist nicht wie chinesische Kalligraphie, was früher hier in Vietnam sehr stark als Muster, als Vorbild ist. Sondern die ersten vietnamesischen Künstler benutzt diese Seiden als neues Medium für Malerei. Und sie haben auch großen Erfolg bis heute. Das erste Bild hier auf linker Seite, das ist von dem Franzosen, der war als Professor hier an der Kunsthochschule hier. Der heißt, Moment, habe ich.
Das ist, also, ich habe das vergessen, aber nicht so schlimm. Und hier weitere berühmte Gemälde von vietnamesischen Künstlern, die heute am Staatlichen Kunstmuseum hängen. Erst 1945, da ist die Unabhängigkeitserklärung von den Vietnamesen. Aber Befreiung von Frankreich erst 1954 im Norden. Süden war ein anderes Staat, also das Land getrennt, Süden und Norden. Das ist fast genauso wie in Deutschland früher mit DDR und Westdeutschland. Also einziger sozialistische, realistische Kunst im Norden. Künstler sind Beamte und als Soldaten an der Kulturfront. Moderne Kunst wie Abstrakt, Expressionismus und so weiter sei an entartete Kunst. Kunst sei Waffe gegen den Feind, das Land zu befreien und zum baugesellschaftlichen Sozialismus. Ausstellungen dürfen nur von staatlichen Institutionen durchgeführt werden. Zensieren alle Formen von Kultur. Einige Künstler, die für die Unabhängigkeit von Kunst kämpften, wurden verhaftet oder unter Hausarrest gestellt. Propaganda Kunst ist die Hauptkunstszene. Ho Chi Minh ist der Vater des Volkes. Die Kunst ist stark von sowjetischer Kunst beeinflusst. Und Planwirtschaft ist die Wirtschaft hier, Wirtschaftssystem hier in Vietnam. Und das Land lebte fast von Hilfe von den sozialistischen Brüdern. Hier sieht man so ein Agitation-Plakat, das ist so typisch hier in Vietnam. Ho Chi Minh Porträt steht im Zentrum und darum ist die Soldaten, die Bauern, die Arbeiter und so weiter mit dem Motto, also vorwärts, denn Sieg gehört uns sicherlich und so weiter. Und da sieht man auch die Lackkunst hier in Vietnam, neulich, also ziemlich sehr mit dem sozialistische, realistische Kunst hier, Stil hier. Hier jemand, der mit der hoffnungsvoll auf die Zukunft so blickt, der steht auf dem Reisfeld und blickt nach vorne auf diese Perspektive, sehr hell, sehr, 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 sehr hoffnungsvoll. Und hier unten ist ein paar Soldaten, die beim Kampf gegen die Franzosen oder Gemälde, der immer mit Ho Chi Minh. Der Ho Chi Minh soll der Allergrößte in der Gruppe sein muss. Das ist immer der Größte. Obwohl tatsächlich er ist ach, nicht ganz so groß. Oder hier unten Seidenmalerei mit ja, so einer Szene von den Bauern, die freunden sich mit der neuen Hoffnung, so ein besseres Leben bekommen zu können. Ja, auch noch weitere Bilder. Ja, komme ich ganz schön schnell diese Bilder vorbei. Also während es fast einzige Stile sozialistischer Realismus hier in Vietnam, dann versuchte heimlich auch ein paar Künstler was Individuelles hier zu malen. Wie hier zum Beispiel ein paar Gemälde von Bu Xuân Phái. Das ist auch sehr, sehr berühmt hier in Vietnam. Und daneben ist auch so ein Lackmalerei von Nguyễn Tư Nghiêm, der versuchte mit Motiv hier einfach so aus Geschichte hier, legendärer Geschichte hier in Vietnam in Form von irgendwie was wie große flächige Farben so stark mit der Figur. Da kann man so sagen, das ist also mit dem Stil von Kubismus, kann man so sagen. Oder hier unten ein paar Nacktheit von auch von Bussian Fall. Aber Nacktheit, so wie diese beiden Frauen hier, sind Tabu und Verbot mit der öffentlichen Ausstellungen. Da die Künstler, die haben so heimlich zu Hause was gemalt und teilten dann
so mit engen Freunden. Also in dieser Zeit nach dem Krieg mit den Nord Süden und gegen Amerikanern, dann 1975 ist die Vereinigung, aber unter kommunistischer Regierung. Danach kriegt sie immer noch mit China, also an der Grenze oder mit Kambodscha, aber da China spielt immer so eine, im Hintergrund so eine große Rolle bei dem Krieg mit Kambodscha. Also dann weiter 1978 bis 1986. Dann später 1986 bekannt macht Wirtschaft. Reformation, weltoffen, neue Kulturpolitik. Die Leitfaden heißt Nationalität, wissenschaftlich und Popularität. Neue Kunstströmungen, alle Art von moderner Kunst bis zu zeitgenössischer Kunst wurde verübt hier in Vietnam, experimentiert und so weiter. Die Künstler, die könnten selber eigene Ausstellungen organisieren. Sie beantragen Genehmigungen und verkauften ihre eigenen Werke. Dann bekannte auch der Kunstmarkt mit Galerien und Privatsammlungen. Großer Teil von Künstlern sind Mitglieder im Verein der vietnamesischen schönen Künste, der heute etwa mit 5000 Mitglieder. Aber der Verein der vietnamesischen schönen Künste ist immer unter Leitung von kommunistischer Partei, Regierung. Private und staatliche Ausstellungen sind streng unter Verprüfung und Zensur organisiert. Dabei sind politische Themen immer tabu. Da gibt es in Vietnam diese Regierungserlass Nummer 113 über Kunst, Fotografie, Ausstellungen und Ausstellungen. Dieser Erlass ist in vielen Stellen mit Vagehei. Zum Beispiel darf sich nicht gegen die Partei stellen, sich nicht gegen den Staat stellen, keine Gewalt provozieren, die Kultur nicht verderben, keine nationale Uneinigkeit verursachen und so weiter. Deshalb viele Genehmigungsantrag von Künstlern wurden ohne Erklärung abgelehnt oder nur mit Notierung gegen Nummer 113 Regierungserlass verstoßen. Also ich habe auch ein paar Ausstellungen hier in Hanoi organisiert als Kurator, aber gescheitert mit der Genehmigung durch Beamten. Und wir haben verlangt so eine sämtliche Erklärung, aber sie haben immer abgelehnt und sie gibt uns nur eine kleine Notierung, also gegen diese Regierungserlass und sagt nicht mehr dazu, an welcher Stelle gegen diesen Regierungserlass, warum und so weiter, dann haben sie nicht geklärt. Obwohl manche Genehmigungsantrag müssen wir, ja, so peinlich zu sagen, müssen wir Bestechungen machen. Also sie verlangten die Beamten, die zuständig für diese Genehmigung, die verlangten so schamlos direkt Geld. Wie zum Beispiel, dann müssen sie uns 4 Millionen, dann so ungefähr 200 Dollar so geben, gegen diese Genehmigung und so weiter. 2016 habe ich ja so diese Map, Mantabat Practice hier bei Heritage Space hier in Hanoi organisiert und mit vielen internationalen Künstlern hier in Hanoi. Dann die Genehmigung, dann bekamen wir noch viel schwieriger als nur mit vietnamesischen Künstlern, da weil auch viele internationale Künstler dabei sind und die Arbeiten von ihnen ist sehr kompliziert zu erklären, worum es geht und so weiter. Aber trotzdem erhalten wir Genehmigungen von den Beamten, aber nur gegen so ein paar hundert Dollar. Also in dieser Zeit, viele Künstler reisten in die Welt oder ausländische Künstler, Lehrkräfte kamen nach Vietnam. Akademische, kulturelle Austauschprogramme, Ausstellungen von internationalen Künstlern durch ausländische Institutionen in Vietnam organisiert, wie
Das Goethe-Institut hier in Hanoi, das Institut Français, British Council oder CDEF, das ist also so eine Kulturstiftung von der schwedische Botschaft hier in Hanoi und so weiter. Aber erst in den 90er Jahren versuchten die ersten vietnamesischen Künstler neue Medien, wie zum Beispiel Installationskunst, Videokunst und Performance. Andere Künstler organisieren heimlich, also ohne Genehmigung, eigene Ausstellungen, also zu Hause oder Event. Viele wurden von ausländischen Institutionen unterstützt. Also nochmals Goethe-Institut oder Institut Français und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel beim Goethe-Institut seine Ausstellung dort machen lässt, dann brauchen diese ausländischen Institutionen hier in Hanoi keine Genehmigungen. Also sie müssen keine Genehmigung beantragen. Aber es gab viele Probleme mit der Polizei und so weiter. Also manche Ausstellungen wurden kurz nach der Eröffnung erwischt und mussten geschlossen werden oder erlitten unter Stromausfall, Hinderung durch Polizei, also ein paar feigliche Trick von den Beamten, von der Polizei, also gegen solche neue Ausstellungen, neue Kunst hier in Vietnam. Hier sieht man ein paar Bilder, die von den ersten Installationen hier in Vietnam in den 90er. Die erste Installationskunst hier in Vietnam, dann sieht man hier, also benutzt man viele Material hier in Vietnam, die symbolisch als traditionelles Material hier in Vietnam, wie zum Beispiel Reisstroh oder Reispapier oder viele Dinge, die man mit religiösen Zweck so benutzt, so wie Decken an den Toten und so weiter. Aber sie waren oft weniger inhaltlich und konzentrieren sich auf die symbolischen vietnamesischen Materialien. Landwirtschaftliche Geräte oder Arbeiten hier, wie diese hier, Arbeiten, die die Welt aus östlicher Perspektive erklärten. Zum Beispiel die Theorie von Yin und Yang, den fünf Elementen und so weiter. Hier, ja, also diese Arbeit von meinem Freund, der hat auch in China studiert, Kunst studiert und hat diese Installation auch an der Kunsthochschule gemacht. Seine Arbeit, so also Versuch, die Welt zu erklären mit der Theorie von Yin und Yang und so. Hier unten, dann sieht man das Bookcover Don't Call It Art vom Verlag Kerber, der Autorin heißt Veronika Radulovic. Und genau an dieser Stelle muss ich diese wichtige Rolle von Veronika Radulovic erwähnen. Veronika Radulovic war deutsche Künstler vom DAAD als Gastdozent in Hanoi. Und Ende 19, das war ja, 98 war sie hier in Hanoi und blieb mehr als 10 Jahre in Hanoi. Veronika Radulovic kam zu einer Zeit nach Hanoi, als es fast keine künstlerische Experimentation in neuen Formen wie Installationskunst, Performance, Videokunst gab und nur sehr wenige vietnamesische Künstler etwas über zeitgenössische Kunst wussten. Also dann macht sie Vorträge, Gespräche und Kunstfilmvorführungen organisiert und verfügte in einem kleinen Raum an der Vietnam University of Fine Arts viele Bücher und Kassetten über zeitgenössische Kunst. An diesem Buch, das ist so ein vollständiges Archiv,
der Anfänge zeitgenössischer Kunstszene hier in Vietnam. Frau Veronika Radulovic war auch eine Brücke, die viele Ausstellungen und Workshops vieler namhaften deutschen Künstler in Hanoi verbindet, wie zum Beispiel Günter Uecker. Also Günter Uecker hat auch Workshops an der Kunsthochschule oder so eine große Ausstellung mit vielen Werken von Gerhard Richter, Sigmar Peuger und so weiter. Später, das war 2010, durch IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen und Goethe-Institut Hanoi, auch eine ganz große Ausstellung, die heißt Kamin, also die mit vielen deutschen Künstlern dabei sind, sehr viele guten Arbeiten. Und dabei war auch das Werk von Tobias Rebecker, der Professor an der Städtenschule. Also neue Lackkunst. Das ist auch also ein neuer Versuch, etwas so politische Kritik. Oder ganz schön mit Ästhetik, aber in der Art von einer Installationskunst. Das ist eine Arbeit von einer Künstlerin, die hat Lackkunst hier in Vietnam studiert. Ja. Und hat so eine, die Arbeit heißt Specula. Und in der Art von einer Tunnel, da kann man so reingehen. Oder ein paar Bilder, die sehr ironisch, also ironisch, wie diese Monumente, vielleicht, also Dil, erkennst du vielleicht diese Statue von der Kunsthochschule? Ich Diese überlege gerade, ja, Trockenbau, die kommt mir ja, vor. Die steht in mit dem Ihnen Schaufel in der Hand. ja, genau. Und also, da sieht man diese Lastwagen, die kann in zwei Richtungen gegeneinander so laufen können. Ein paar Bauerinnen auf dem Reisfeld und so. Oder hier Arbeiten von dem Künstler Chirten, glaube ich, der war der erste Künstler hier in Vietnam, seine Sexualität so deutlich auf dem Bild so zu zeigen. Oder sowas, ne? Das ist auch die Arbeit von Chirten. Also seine Homosexualität offen zum Ausdruck gebracht. Also was früher verbergen mussten. Oder hier, das ist so eine Lippe, die von Tausenden von Rasurklingen gemacht ist. Das ist von einer Künstlerin. Ja, nochmal die Arbeiten von Jinten. Das ist gleichzeitig also so eine Skulptur und sein Performance früher hier. Das ist so heimlich organisiert im Nyasan Studio. Nyasan Studio ist so ein Studio, wo viele Underground-Künstler neue Kunst experimentiert. Da war ich oft bei ihren Ausstellungen und habe auch miterlebt. Mit vielen Stromausfall manchmal, dann müssen wir extra so eine Maschine, einen Motor, die auch den Strom so herstellen können, dass wir extra trotzdem Strom haben könnten. Oder mit den Themen von Feminismus vielleicht so zu erklären, da sieht man solche Bosen. In der Art von so einer Frucht. Der Frucht ist so ähnlich wie Kürbis, aber so längliche Kürbis, Grünkürbis hier in Vietnam. Da hier in Vietnam, da nennt man solche Frauen, die nach der Geburt immer mit solchen Busen so angesehen werden. Also einerseits ist es
das Leiden von Frauen, die mit der Geburt so kämpfen mussten. Andererseits ist auch so eine ironische und kritische, diese öffentliche Vorgenommenheit von den Leuten. Performance hier, die werden auch von Tieren in Künstlergruppe oder einzelner Künstler hier gemacht werden. Hier, dann sieht man jemanden, der mit Kopf unten vor einem Statue hier in Hanoi. Also, der hat immer solche Aktionen im öffentlichen Raum hier in Hanoi gemacht. Und seine Aktionen, genau diese Kopf unten hier in Vietnam, wurde auch an der Berlin Biennale letztes Jahr in Berlin gezeigt. Und viele Künstler, die von diesem Yazan-Kollektiv, die wir schon mal gesehen haben, also die waren auch Künstler beim Dokumentar 15 letztes Jahr in Kassel. Also das ist zum ersten Mal viele vietnamesische Künstler, die hier im Land studiert, gelebt haben, nach Europa und namhaften Ausstellungen teilgenommen haben. Also nämlich Berlin Biennale und Dokumentar 15. Das ist auch so eine, das Bild von meinem Kollegen, der als Dozent an der Kunsthochschule war, auch von einer Ausstellung. Aber der hat dieses Performance so heimlich kurz nach der Verprüfung von Beamten gemacht. Also das war die Ausstellung Emergency Room hier in Hanoi. Emergency Room ist auch eine Ausstellung, die man immer 24 Stunden neu machen müssen. Also das heißt, die Beamten, die müssen immer pünktlich vor 12 Uhr Mittag kommen, um zu prüfen, ob die Kunstwerke in Ordnung sind und so weiter. Dann machten sie immer jeden Tag genau an diese Stunden, diese Uhrzeit vor Ort zu sein, um zu prüfen. Dann langsam waren sie auch müde. Also nach so 30 Minuten, dann gingen sie auch zum Mittagessen und so weiter. Und kurz danach, da können auch der Künstler diese Chance zu nutzen, sofort so ein Performance, so Improvisations-Performance durchmachen können. Oder das hier, das ist so symbolisch wie solche Statue von vielen namhaften Politiken sowie heilige Figuren von den Politiken hier in Vietnam. Wie zum Beispiel viele Statuen von Ho Chi Minh, das wurde auch fast genauso gemacht. Der Mann hier, der Künstler hier, der steht in dieser Vitrine, aber darin voller Taufußpulver. Also Taufu, kennst du Taufu, ja? Ja, also Taufu ist hier in Vietnam, gilt in Vietnam was als Dummheit und so weiter. Also symbolisch für Dummheit und so, ne? Nicht nur das Essen, sondern auch symbolisch für Dummheit. Oder was mit Gewalt hier. Der Künstler hier, der studiert zurzeit auch an der Städtenschule in Deutschland. Oder sowas, ne? Die Künstlerin, der lässt sich von den Freunden viele reißen, so direkt in ihren Mund zu gießen, also voller Reis. Oder hier unten, der Künstler, der war als Soldaten und der Gürtel, sein Gürtel ist Gürteln von Soldaten. Also der schlägt sich mit diesem Gürtel auf seinen Körper, so auch blutig. Oder Nacktheit, zum ersten Mal hier in einer öffentlichen Ausstellung, natürlich ohne Genehmigung. Das ist also das Event, Performance von vielen
südostasiatische Künstler hier in Hanoi gemacht. Und diese Künstlerin, die war die erste Künstlerin hier in Vietnam mit Nakhai. So. Das war schockiert vom Publikum. Und da war später, wurde auch in einigen Zeitungen berichtet, wurde so ein Skandal hier in Vietnam. Also andere, also der Vielfalt von Materialien und Ausdrucksformen. Hier oben, dann sieht man so eine riesige Windel. Diese Windeln, dieses Kunstwerk wurde auch von der Ausstellung Kamin hier in Hanoi gezeigt. Aber ein paar Tage später, dann muss diese Kunstwerk weggenommen werden. Aber vom Künstler, nicht von der Polizei. Weil der Künstler, der hat diese Taschen von Polizeiuniform so zusammengenäht. Also so eine große Windel. Und der nennt sein Kunstwerk also Hidden Beauty, weil Verkehrspolizei hier in Vietnam, da lassen sich gerne bestechen. Und er hat viele Taschen von der Polizei Uniform so zusammen, so ein als Windel zusammen nähen. Also ja. Also das ist so eine Kritik über Korruption hier in Vietnam. Korruption hier in Vietnam ist so ein großes Thema, dass man so jeden Tag von jeder Ecke so reden können und wird oft gehört. Vor allem auf Facebook und so weiter. Oder sowas als kinetische Skulpturen von einem Künstler, der hat auch an der HFBK Dresden studiert. Das ist mein Freund. Der hat auch in der Zeit, als ich in Deutschland war, an der HFBK studiert. Und der hat seinen Kopf so abgekusst. Und mit kleinen Motor hier unten gebaut. Sein Kopf kann auch so glühen. So. Oder hier unten, der hat seinen Körper mit Silikon gegusst und dann mit Pumpen von Luft. Da kann sein Körper auch bewegen. So. Oder dieser Künstler hier, der hat Zeitungen mit Wachs so umgewickelt oder so als Kleidung, aber aus Wachs gemacht. Da finde ich auch sehr schön. Oder hier fast also die einzige Arbeiten von hyperrealistischer Stil hier von der Skulptur hier. Jemand, der Künstler, der hat diese Oma hier gemacht hat und hat auch das Bett hier direkt am Institut Français installiert. Das ist so eine, kann man so erklären, das ist so ein Kulturkonflikt, weil Institut Français ist auf der Zhangdian-Straße und Zhangdian-Straße ist die sehr, sehr berühmte Straße hier in Vietnam, die sehr eng mit der Kolonialzeit hier in Vietnam in Verbindung. Also, und da sind die Franzosen. Die haben auch viele Ausstellungen gemacht und viele Kunstszene hier in Vietnam unterstützt. Aber was mag da diese Bäuerin, diese alte Bäuerin hier? Das ist so eine gute Frage, da finde ich. Oder auch am Institut Français, dieser Künstler, der hat so eine Abwasser von einem verschmutzigen Fluss hier in Vietnam als Eisstange hier gemacht und zusammensetzen. Da war es ganz schön schlimm. Das Ding wirklich sehr, sehr furchtbar. Und was nicht nur Abwasser, verschmutziges Abwasser, sondern auch darin steckt auch viele Abfall. Aber danach wurde erwischt, dass auch ein paar Bücher vom kommunistischen Inhalt hier da drin. Deshalb erst
Nach 3 Tagen, glaube ich, da wurde diese Arbeit so erwischt, weil da ein paar Bücher da drin sind. Da müssen der Künstler so schnell wie möglich diese Eisblanken so wegschaffen. Da macht er so ein paar Ventilator mit Heißluft, damit das Eisblanken sehr schnell so verschmelzen können, und dadurch, da stinkt das wirklich furchtbar. Nochmal diese Oma am Fenster vom Institut Français, oder die Arbeiten von einem Künstler am Goethe-Institut oder Videokunst. Nun komme ich also zu meiner praktischen Arbeit. Das ist im Sinne von kuratieren. Also das MAP, Mantra Art Practice 2016 und 2017, habe ich mitgemacht als Organisator und Kurator. Ziel bei diesem Projekt ist, neue Kunst hier in Vietnam zu verbreiten und jugendlichen Künstlern zu fördern. Das ist so ein Art-Residency-Programm in Hanoi. Wir suchen internationale Künstler, wir laden sie nach Hanoi ein, um mit jugendlichen, talentierten vietnamesischen Künstlern im Austausch zu setzen. Wir diskutieren, sie machen Präsentationen, sie machen auch ihre Kunstwerke hier direkt hier in Hanoi und ausstellen. Für diese Zusammenarbeit dann machen wir immer so einen Monat. Und dann die Ausstellung dauert immer 2 Monate. Und dafür geben wir auch Flugtickets, Unterkunft, Materialkosten und auch viele Freiwillige. Wir haben auch so eine große Ausstellungsraum, etwa 1000 Quadratmeter, auch mit Bibliothek und Bühnenmusik. Also da könnten wir auch viele machen. Ja, dann sehen wir die Arbeiten von Isaac Cordal, der spanische Künstler. Vielleicht kennen Sie auch diese Künstler. Also der immer so solche winzige Statue aus Holz gemacht, und der setzte diese kleine Figürchen in vielen Städten, öffentlichen Räume, überall, sondern dann fotografierte er diese Figürchen. Hier in Hanoi hat er auch ein paar Figürchen gemacht. So typisch jemand hier in Hanoi, der ein bisschen müde ist und schläft direkt am Straßenrand. Hier hat der Isaac Cordal auch so geschrieben: Hanoi hat mich in vielerlei Hinsicht schockiert. Das Leben auf der Straße hat meine Vorstellungskraft immer wieder überschwemmt. Hanoi ist nutzungsöffentlicher Raum, kennt keine Grenzen. Da vielleicht also Thiel hatte auch viele Erfahrungen. Diese Szene könnten so viele skulpturale Vorschläge sehen, die nur einen kurzen Spaziergang entfernt sind. Zum Beispiel Fahrräder voller Materialien aller Art, also aufgeladen, die der Schwerkraft trotzen und so weiter. Also es gibt viele Szenen, die man hier als Europäer so ganz schön überrascht. Es gibt überall viele bewegliche Skulpturen. Und hier ist es die Arbeit von einer Künstlerin, die lebt hier in Hanoi. Diese Künstlerin habe ich extra eingeladen. Dann, also 2015 hat sie die erste Kunstwerke in einer Ausstellung gemacht. Das ist Keramikarbeiten. Also ich finde ihre Arbeit sehr, sehr interessant, und habe sie eingeladen. Ich kenne sie persönlich auch von meiner Studienzeit. Diese Arbeit heißt 7 Zentimeter. Also sie ist eine behinderte Frau,
mit ein Bei ist ein bisschen kürzer als das andere. Und dieser 7 cm Fundsirup ist eine persönliche Geschichte, die ihren Mut zeigt, das Privates, paradoxe innere Gefühl mit verschiedenen Gefühlsnuancen auszudrücken. Verletzung, Scham, Geständnis, Verstecken, Stolz, Träumen im Angesicht ihr körperlicher Fehler. Die verborgene Geschichte der Künstlerin lässt sich jedoch sehr leicht nachvollziehen und vor allem die Elastizität des Materials der 7 cm langen Kumi-Lineale hat den humanitären Wert des Werks auf ganz einzigartige Weise hervorgehoben. Da habe ich also zu ihrer Arbeit geschrieben. Und das ist hier die Arbeit von Santiago Reyes kommt aus Frankreich und wir haben ihn eingeladen, seine Performance hier in Hanoi zu machen. Seine Arbeit heißt Dancing Southward. Das ist ein neues Projekt, das in Hanoi gestartet wurde und in Zukunft an anderen Orten der Welt fortgesetzt werden soll. Also der Santiago hat gesagt, ich bekannte im Heritage Space zu tanzen und bewegte mich mit Hilfe eines Kompasses durch den öffentlichen Außenraum nach Süden, aber immer nach Süden. Jeder Aufführungstag bekannte an dem Ort und zu der Zeit, zu der ich die Vortrag beendet hatte. Die Musik kommt aus einem Lautsprecher an meine Hüfte, der über Bluetooth mit meinem Telefon verbunden ist und ist eine Zusammenstellung meiner aktuellen Lieblingstanzmusik. Jeden Tag trage ich ein weißes T-Shirt mit den Worten eines unendlichen Gedichts auf der Rückseite, das im Laufe dieser laufenden Aufführung nach und nach gepflegt und improvisiert wird. Jede Auftrittsepisode dauert so lange, bis mir der Schweiß durch das T-Shirt sickert. Da sieht man seine T-Shirt hier, also in der Ausstellung. Und das ist die Arbeit von Daniel Roder. Vielleicht kennen Sie auch der Daniel Roder, weil der auch in Dresden lebt. Und also letztes Jahr, als ich in Dresden war, dann sah ich auch seine Arbeiten direkt am Elbufer. So auch so eine große Schrift. Also ich möchte Nicht du nicht sein. du sein. Ja, also selbst für mich oder für Deutsche ist es auch nicht so leicht lesbar und so weiter. Vielleicht also muss ich seine Arbeit gar nicht mehr erklären. Oder ich war noch niemals. Also das ist also das Lied. Ich war noch niemals in New York. Von Udo Jürgen. Ja, hier oben ist also auch die Arbeit von Daniel Roder. Diese Arbeit finde ich sehr schön. Das ist also 20 Stücke von Klackarbeiten, die ich mit ihm bei den Lackwerkstätten hier nur, machen lassen. Also vielleicht Deal war auch bei dem Werkstatt, also von dem Dorf mit traditioneller Lackkunst hier in Hanoi. Alle 20 Stücke dieser Lackarbeiten wurden von Spezialisten aus 2 Werkstätten in Hanoi hergestellt. Jedes Gemälde zeigt eine sechsstellige Zahl, in den meisten Fällen unterschiedlich. Die Zahlen stellen den Preis jedes einzelnen Gemäldes zum Zeitpunkt der Bestellung dar. Umgerechnet in Euro, das Eurozeichen ist nicht aufgemalt. Der Künstler eignet sich die Fähigkeit eines sehr alten und traditionellen Handwerks an, ohne dass er selbst dafür arbeiten muss. Handelt es sich hier um ein
der Wertschätzung oder lediglich um die Fortführung kolonialen Gewohnheiten. Da hat Daniel Roder geschrieben. Hier unten ist die Arbeit von Ingo Vetter. Ingo Vetter ist auch mein Freund. Der ist Professor an der HFK Bremen. Und der war sehr viel mal hier in Hannover. Letztes Jahr war er als Gastdozent an der Kunsthochschule, hat 3 Monate lang unterrichtet. Ja. Dieser Einsatz leistet aufblasbare Objekte anstelle von Stahl und Stein oder Bronzeskulpturen, macht sie beweglicher und verbindet Monumentalität mit Flexibilität. In diesem Fall der Plan, die Objekte vorübergehend an verschiedenen Orten in Hannover aufzustellen. Also seine Arbeit heißt Family Konstellation. Und die neue Materialität macht die ikonischen Skulpturen verhandelbar. Sie wirken eher wie ein Werkzeugkasten für den öffentlichen Raum. Der Titel Familie Konstellation bezieht sich auf eine alternative therapeutische Methode, bei der Teilnehmer in einem Raum platziert werden und diese räumliche Aufstellung gilt als Lösung von Trauma-Kommunikationskonflikten. Also da sieht man diese sehr namhafte, sehr berühmte, unendliche Säule von Brand Bussy oder von Barnett Newman oder die Figur von, wie heißt er denn? Dürfte Henry Moore sein, oder? Ja, Henry Moore, ja. Die Statue von Henry Moore, also die drei sehr, sehr berühmte Skulpturen von den berühmten Künstlern. Das ist meine erste praktische Kuratieren hier in Hanoi. Das war 2017, also ich meine nur mit einem Künstler. Seine Arbeit war am Staatlichen Kunstmuseum zu sehen und heißt Innenraum. Da sieht man noch ein paar weiteres Foto. Der Moment. Ja. Also der Künstler, der heißt Mürzwi Meint und der lebt im Land. Seine Heimat hat sich auch viel ge geändert mit der Wirtschaftsreform hier in Vietnam. Seine Heimat war hauptsächlich nur mit Landwirtschaft und mit vielen Bauern, so, aber war so ein friedliches Leben, aber das hat sich viel geändert mit neue Wirtschaftsmodell. Und diese Umstellung des Wirtschaftsmodells von der Landwirtschaft auf die Konsumgüter zu produzieren, da sieht man hier neue, das Material hier, dieses Material, dann benutzt man als Material, um Hausdinge wie Besen zu produzieren und so weiter. Also was ganz Neues für den Ort, bei dem früher nur mit Reisfelden zu arbeiten. Da hat der Künstler viele Geräte, viele Werkzeuge als landwirtschaftliche Werkzeuge hier umgewickelt mit dem neuen Material, um das alte Zeug umzuwickeln. Und der möchte auch so einen Raum mit wie innerer organischer Raum darzustellen, damit vielleicht mit Verletzungen oder als Kulturkonflikt zu verstehen. Ich finde seine Arbeit so eine
gleichzeitiger Anziehungskraft von Raumästhetik und Inhalt. Das später hat ja auch viele Keramikarbeiten auch mit dem Thema, diese Kulturkonflikt oder das Alte und das Neue im Konflikt zu setzen. Da benutzt er immer solche alte Motive als Verzierung, aber da sieht man solche Vase oder Täler mit vielen Verletzungen und so weiter. Da möchten wir so eine Ausstellung hier in Hanoi mit seinen Arbeiten vorzustellen. Aber leider kriegen wir keine Genehmigungen. Das ist auch so neulich so eine Ausstellung, die heißt Revolution von Bùi Hải Sơn. Das ist so ein Bildhauer, der lebte in Saigon, also Ho Chi Minh Stadt. Und da sieht man solche Reiskeime. Da kommt diese Reiskeime gilt als Symbol der Befruchtung des Lebens. Also da, seine Arbeit hängt sehr mit seinem persönlichen Kontext. Der Walter Bouhassin, der Künstler, der wäre christlicher Priester können. Aber später hat er Kunst studiert. Und viele seiner Arbeiten, die lassen sich vom Bibel beeinflussen. Und er hat immer Inspiration aus Bibel genommen. Wie das hier zum Beispiel. Bei dieser Arbeit, da habe ich viele Erfahrungen gemacht, vor allem mit Skulpturen, Installationen im Museumsraum. Da mussten wir wirklich sehr viele, den Raum sehr viele verändern. Wie zum Beispiel, dann müssen wir die ganze Fläche, die Bodenfläche mit Teppich so installiert in dunkle Farbe und alle Lichter, alle Lampen, die bereit vom Museum da sind, dann müssen wir rausnehmen und setzen wir neue Lampen rein, um diese ästhetische Wirkung zu erzeugen, wie wir möchten. Und das ist hier die Arbeit Ballad of the East Sea von Da Zhuhai, mein Freund. Diese Arbeit war letztes Jahr an der Berlin Biennale 12. zu sehen. Seine Arbeit, so muss ich ein bisschen erzählen. Ja, das ist so aus Stahl, ganz schön groß, 7 Meter lang, 4 Meter breit und an dieser ganzen ist 1,4 Meter hoch. Und es ist sehr, sehr gefährlich und weil es ganz schön scharf ist, die Kanten, jede Bleche ist nur 3 Millimeter dicker und ganz schön scharf. Und der Kurator, der Kader Atia, der musste wirklich um diese Skulptur so kämpfen, weil da muss er wirklich sehr viel mit Sicherheitsbedingungen, deutsche Sicherheitsbedingungen in Berlin zu kämpfen, weil wenn jemand da so durch diese Skulptur verletzen sollte, dann da bekommen die Organisatoren viele Probleme. Deshalb also haben die Organisatoren vom Institut der Künste Hanseatic, glaube ich, also die verlangten, die haben schon vorher verlangt, diese Skulptur zu verändern. Aber dann müssen wir wirklich so kämpfen, dass wir diese Aggressivität und auch diese Unsicherheit und diese bedrohliche Wirkungen von der Skulptur zu behalten, weil das ist alles der Sinn von der Skulptur. Bei dieser Arbeit von Da Zhuhai, da wollte er die Geschichte
der Territorialstreitigkeit und Kolonialgeschichte Vietnams zu erzählen. Dazu auch die Geschichte der Migranten, die das Meer überquerten, die sogenannte Vietnamese Boat People zu erzählen. Weil dann kamen die Franzosen, kamen viele wie Franzosen als Kolonialisten, ne? Da kamen auch durch Meer ans Vietnam früher und dann die Vietnamesen raus aus dem Land, auch durch dieses Meer. Und heute immer noch Konflikt mit China bei diesem Meergebiet hier in Vietnam. Ja, das Letzte ist auch also die Ausstellung von Adrian Sauer vor ein paar Monaten. Das ist also die Ausstellung Leiden nach Star hier in Hanoi. Die Ausstellung war im Rahmen von der Fotobiennale Hanoi. Und da sieht man auf dem Bildschirm hier der Direktor des Goethe-Institutes, der Künstler, der Adrian Sauer und der Beamte, sein Name habe ich schon vergessen, der ist zuständig für Presse und Kultur von der Deutschen Botschaft hier in Hanoi und viele besuchen bei dieser Ausstellungseröffnung hier an der Kunsthochschule. Adrian Sauer bekam in diesem Jahr Spektrumpreis. Und das ist auch die erste Aktion von dem neuen Goethe-Institut-Direktor hier in Hanoi gemacht. Und bei dieser Ausstellung habe ich auch viele Erfahrungen gemacht. Wie kann man wirklich mit einem Künstler als ausländischer Künstler in eine Ausstellung zu machen, obwohl alles vorher durch E-Mail und online per Zoom-Meeting und so weiter zu arbeiten. Da gab es auch Probleme, weil er verlangte auch sehr hohe Qualitäten von den Bildern. Aber wenn man seine Fotos in Deutschland ausdrucken lassen, dann die Kosten werden sehr hoch. Und da kann das Köter gar nicht bezahlen. Da muss ich hier in Vietnam so wirklich ein gutes Fotolabor so suchen, aussuchen, die einerseits also preiswerter, ja, und andererseits trotzdem auch hohe Qualität leisten können. Und tatsächlich habe ich auch so ein Fotolabor in Ho Chi Minh Stadt gefunden. Alle Bilder von Adrian Sauer hier in Vietnam ausdrucken lassen. Und auch noch die Arbeit mit dem Bildrahmen machen. Wie er genau das machen müssen und so weiter, dann müssen wir immer hin und her besprechen und dann noch später, wie die Bilder an den Wänden hängen können. Aber zum Schluss, dann kam der Adrian Sauer 2 Tage vor der Ausstellungseröffnung nach Hanoi und wir machten zusammen, dass wir endlich auch eine ganz schön gute Ausstellung hier in Hanoi so organisieren können. Und auch noch das Problem mit Genehmigungen. Da die Arbeiten von Adrian Sauer sehr stark mit politischer Hintergrund. Und da muss man auch so bei dem Genehmigungsantrag so bisschen so Trick machen. Also an vielen Stellen, die auch den Inhalt von politischen Inhalt so erklären müssen, dann habe ich gar nicht so erklärt. Wie zum Beispiel solche Sternen, das ist eigentlich also eine hintere Geschichte,
Das geht mit der Presseausstellung im Jahr 1933 in Köln. Dabei fand Adrian Sauer so eine Sternmoderne von der sowjetischen Pavillon in Köln. Das ist auf dem Fotos, dann sieht man so einen Stern so als Figur, so eine Skulptur. Dann macht er später auch nachgebaut. Er baut selber so einen Stern, aber in anderen Formen. Und erzählte dazu auch also weitere Geschichte, wie zum Beispiel solche Szene von der sowjetischen Pavillon in Köln früher. Dann wurde auch die NS-Regime auch nachgemacht mit Sternen, Aufmarsch und so weiter. Und dann später dann immer noch weiter symbolisch macht symbolisch Macht von NS-Regime und auch noch später auch in der DDR und so weiter. Es gab so ein Schreiben von einem Kuratorin in Deutschland, das über die Arbeit von Adrian Sauer sehr gut geschrieben ist und sehr viel erklärt. Da habe ich auch auf Vietnamesisch übersetzt. Normalerweise kann man auch so ganz schön als Plakat, ganz schön große, diese Übersetzung ganz schön große an diese Ausstellungsraum anzuhängen. Aber da habe ich so gesagt, dann müssen wir nur als solche in A4 Papier so diese Übersetzungen zu drucken und lassen wir das fürs Publikum, jemand, der interessiert, sich interessiert, der kann das mitnehmen und dann zu Hause weiter lesen und so weiter. Das ist auch ein paar Tricks gegen diese Zensur und so weiter. Zum Glück haben wir alle Bilder von Adrian Sauer so hier in Vietnam zeigen können, obwohl viele Arbeiten von vielen Künstlern bei diesem Fotobiennale hier in Hanoi, die dürfen gar nicht gezeigt werden, wie zum Beispiel die Arbeiten von Veronika Radulovic. Also sie hat viele Fotos von den Bäumen hier am Straßenrand so fotografiert. Und sie machte vor so ungefähr 10 Jahren schon eine Ausstellung mit ihren Arbeiten. Da nennt sie die Ausstellung als Sicherheit Abstand. Da sieht man nur alltägliche Szene hier in Hanoi am Straßenrand mit immer am Baustrand, dann sieht man irgendwie was Dinge, die man mit dem Leben hier in Hanoi durchführen können. Wie zum Beispiel so eine Pumpe. Mit dem Pumpe, da kann man auch ein bisschen verdienen. Wenn zum Beispiel jemand, der mit Moped so vorbeifährt, aber sein Räder hat keine Luft mehr oder irgendwie was kaputt ist, wird auch gleich am Straßenrand reparieren oder was zu verkaufen. Für zum Beispiel, also die Suppe oder irgendwie was ganz stinknormal. Aber bei dieser Fotobiennale Hanoi, da dürften Veronika Radulovic bis zu 80% ihre Fotos nicht zeigen, obwohl sie ja schon einmal gezeigt, hier in Hanoi. Aber zum Glück haben wir alle Bilder von Adrian Sauer hier gezeigt, auch die Bilder mit Kulturpalast, also die Geschichte vom Kulturpalast seit DDR-Zeit so zu erzählen. Dann gab auch solche Künstler-Talk, Artist-Talk hier in Hanoi und das Publikum hat auch viele Fragen gestellt. Wie die hintere Geschichte von den Fotos ist und so weiter. Das war wirklich sehr schön und ja, so kann ich so
Ich kann so sagen, so eine gute Ausstellung hier in Hanoi.